Jo, meine lieben Freunde, zu diesem neuen Video hier vom Kanal, heute mit einem Rätselvideo. Und zwar bin ich im Internet auf das anscheinend sehr bekannte Einstein-Rätsel gestoßen und habe mir gedacht, warum lasse ich mal mit einem Video machen. Dieses Rätsel soll angeblich von Einstein gemacht worden und es sollen nur 2% aller Menschen dieses Rätsel bzw. der Bevölkerung lösen können. Also es soll anscheinend durch wirklich logische Schlüsse lösbar sein und unser Ziel ist es herauszufinden, wer von den ganzen Menschen den Fisch hat. Also so. Und so haben wir hier genau 15 Punkte, die uns einen Hinweis geben, wer den Fisch hat. Die müssen wir jetzt aber in eine Tabelle erstmal eintragen. Ich habe mich für eine Tabelle entschieden, einfach nur weil es einfacher ist. Und zwar sage ich jetzt erstmal Hausfarbe. Was gibt es da noch? Land. Tier. Wenn ich noch was anderes komme, tue ich dazu schreiben. Kann man das alles vielleicht... Und wir hier, ja, so ist gleich viel besser. So. Okay. Dann nehme ich das alles und schiebe das auch einmal kurz nach unten. So. Okay. Und zwar, erstmal der erste Punkt. Der Brite lebt im Roten Haus. Das heißt, wir müssen herauskriegen, welches Haus ist rot. Der Schwede hält sich einen Hund. Ja. Der Däne trinkt gerne Tee. Okay. Das grüne Haus steht direkt links neben dem weißen Haus. Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee. Die Person, die Pall Mall raucht, hat einen Vogel. Der Mann im mittleren Haus trinkt Milch. Das heißt, man könnte eigentlich, glaube ich, Getränk eintragen. Und dann hier mittleres Haus wäre Haus 3. Und dann hier, das muss man Milch eintragen. So. Der Bewohner des gelben Hauses raucht Dunhill. Der Norweger lebt im ersten Haus. Das heißt hier Norweger. So, 2 Punkte haben wir schon mal drin. Der Marlboro-Raucher wohnt neben der Person mit der Katze. Der Mann mit dem Pferd lebt neben der Person, die Dunhill raucht. Der Wienfeldraucher trinkt gern Bier. Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus. Das heißt, Hausfarbe wäre hier blau. Der Deutsche raucht Rotmanns. Der Marlboro-Raucher hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt. Das heißt hier Zigarettenmarke. Gefällt mir gar nicht so, also ich hasse es. Zigaretten. Natürlich so. Ja, Marke. So geht es auch gleich viel besser. Okay. Das heißt, wir müssen hier ganz systematisch vorgehen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier, sag ich mal, das hier und machen hier. Ja, ein Hashtag neben. Die wir haben, kriegen ein Hashtag. Ein Hashtag kommt auch hier hin. Und was haben wir noch? Blau. Genau, Norweger. Wo ist das? Trinkt Milch. Da kommt auch ein Hashtag hin. Das heißt, wir müssen dann Norweger, Blau und Milch halten. Und ja. Dann gehen wir mal wieder durch. Das weiß, also wir müssen herausgeben, was ist weiße, rote und so aus. Die Person hat ein Nein. Okay, das heißt, es wird etwas schwieriger. Der Schwede, der Däne, der Norweger, Blau und Milch, irgendwie sowas in der Art. Das grüne Haus steht links neben dem weißen Haus. Wir haben jetzt noch. Das erste Haus, was steht
Wieder irgendwas über. Okay, das ist also wirklich. Er muss jetzt wirklich. Jetzt, allein man hat so 3 Punkte, aber jetzt wird es schwierig. Kaffee. Die Person des grünen Hauses trinkt Kaffee. Rote Haus, blau, rot. Ich könnte das hier vielleicht weiß sein? Warte mal. Wo steht denn das weiße Haus? Das war doch irgendwo. Links neben dem weißen Haus. Das heißt, das hier kann nicht weiß sein. Das da könnte aber grün sein und das hier weiß. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass das hier grün und das hier weiß ist. Bräuchte man noch rot. Also das hier könnte vielleicht rot sein. So. Dann. Das heißt, es fehlt noch gelb. Und gelb und rot. Nein, rot haben. Rot, was mache ich für eine Scheiße? What the heck? Gehen wir dann mal kurz davon aus, dass hier wäre gelb. Rot und Norweger. Der Brite lebt im Roten Haus. Das heißt, das hier kann nicht rot sein. Das heißt, das hier war kompletter Bullshit. Stopp mal. Und zwar das mit dem blauen Haus. Norweger und neben dem blauen Haus. Direkt neben dem blauen Haus oder einfach nur neben dem blauen Haus? Da könnte man nämlich auch so machen. Man weiß es nicht. Aber es wird interessant. Also, der Brite lebt im Roten Haus. Brite, das hier könnte rot, grün, weiß sein. Dann wäre hier der Brite drinne. So. Und des grünen Hauses trinkt Kaffee. Das heißt, das kann nicht grün sein. Okay. Und da grün direkt neben weiß steht, kommt das hier weg. Ich habe mal wieder gewittert, das hätte ich. Ach, verdammt. Okay, das heißt, wenn wir hier sagen, weiß, grün, rot, 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 rot. Das heißt hier, der Däne trinkt gern D. Aber bin ich dumm? Wer sagt denn, dass es direkt links neben dem Opfer? Ja, man merkt, es ist etwas anstrengend, aber Greenhouse trinkt Kaffee, das heißt, hier könnte man jetzt vertragen. So, jetzt hätten wir auch schon mal die Person, die Kaffee trinkt. Hätte man das hier jetzt vielleicht, aber ich würde es vielleicht nicht abhaken. Der Brite lebt im Roten Haus. Trinkt der Brite den Tee? Milch? Es gibt noch Gelb. Wo könnte Gelb reinpassen? Hier könnte man Gelb eintragen. Obwohl. Hier. Hier wieder Blau eintragen. Gelb. Es fehlt.
Rot. Der Brite lebt im Roten Haus. Das heißt, nur das hier auf Rot abändern und das hier auf Gelb. Versuchen wir es mal so hoch aus. Der Brite lebt im Roten Haus. Das heißt hier Land Brite. So, der Schwede hält sich ein Hund. Das, okay, das bringt noch so nichts. Der Besitzer des grünen Hauses einen Kaffee. Okay. Das gelbe Haus raucht Dunhill. Dunhill. So. Hier hört man jetzt schon die ersten paar Dinge, aber. Es ist noch alles relativ schwammig, was man hier hat. Wo war das mit dem Dunhill, Dunhill, Dunhill? Der Mann mit dem Pferd lebt neben der Person, die Dunhill raucht. Das heißt, der hier muss das Pferd haben. Okay. Kaffee, der Däne trinkt Tee, der Schwede hält sich einen Hund. Pferd, Milch, Kaffee, Dunhill. Also das, man merkt, hier ist wirklich relativ schwierig. Katze haben wir noch nicht. Bier. Das kann auf jeden Fall nicht die Person sein. Das heißt, wir haben hier noch vier freie Plätze. Das machen wir aber kurz ein Hashtag rein, weil das haben wir auch. Brite wohnt im Roten Haus. Haben wir auch. Grüne Haus den Kaffee haben wir auch. Der Wasser trinkt. Der Marlboro-Raucher hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt. Heißt Wasser. Marlboro. Es setzt man schon wieder ein paar weitere Dinge dazu, aber ob es auch wirklich am Ende so stimmt, man weiß es nicht. Das bringt der Marlboro wohnt neben der Person. Raucher wohnt neben der Person mit der Katze. Das heißt entweder hier oder hier. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz Katze. Mal so rein. Das hier hatten wir nicht irgendwas. Und zwar der Marlboro-Raucher, ja. Der Schwede hält sich einen Hund. Der Däne trinkt gern Tee. Das heißt, der Däne trinkt gern Tee, das heißt hier Tee Däne könnte das sein, oder? Nein, 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 bin ich dumm. Ich bin dumm wie Brot. Weg damit. Der Schwede hält sich einen Hund. Das heißt, das kann nicht der Schwede sein. Aber es könnte der Däne sein. Däne Tee. Dann könnte das hier vielleicht der Schwede sein. Schwede. Tier. Hund. So. Vielleicht kriegen wir das hin. Vielleicht. Ein Vogel. Brite, Vogel, Vogel, Vogel. Bier. Bier. Hätten wir hier. Winfield.
Okay, dann hätten wir hier. Ach, das hier sind mir alle Getränke. Tiere noch nicht komplett, aber das wird. Ich habe das im Gefühl. Okay. Hat mir irgendwo der Deutsche raucht Rotwanz. Alles über den Haufen geworfen gerade eben. Okay. Der Deutsche raucht Rotmanns. Brite, Schwede. Das kann auch nicht sein. Das bedeutet, wir fangen von vorne an. Außer das. Wir fangen wieder von vorne an. Norweger. Milch. Aber es heißt daneben. Heißt. Nein, kann es nicht. Es muss genau so sein. Könnte man da wieder hier halt. Grün und. Weiß draus machen. Hier sagen wir rot. Und gelb bleibt gelb. Rot wissen wir ist Brite. Okay, also dieses Rätsel hat es echt krass in sich. So. Und zwar bin ich doof hier. Rot und mache wieder den so rein. Ihr habt das echt in sich. Fangen wir erneut an. Zack, zack. Dann haben wir unten. Zack. Und der Norweger wohnt im ersten. Fuck my life. Zack. Und zack. Gelb. Dann hell. So. Jetzt. Gehen wir bei den Zigaretten auch. Nein, gehen wir nicht. Verdammt. Das hier ist Pferd, blau ist das Tier. Pferd. Okay. Hoppala. Der Deutsche auch Rotmanns. Dann geht's weiter. Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee. Okay. Norweger. Milch. Blau. Okay. Dann hätten wir auch das hier
Erledigt. Das grüne Haus steht direkt links neben dem weißen Haus. Das heißt, man bleibt nur die hier oder die hier. Also wenn man hier sagt, weiß, ist das hier grün und das hier Kaffee. So. Heißt, wir fangen schon wieder von vorne an. Der Scheiß muss jetzt stimmen, einfach. Dann der Norweger wäre im Grunde verdammt im ersten Haus. Der Milchtyp ist auch da. Dann der Kaffee-Harry lebt auch. So. Let's go again. Grün-Weiß. Weiß könnte deutsch sein, aber ich habe keine Ahnung, mein Weiß ist nicht. Katze, Pferd, wobei der Typ mit Pferd. Dunhill. Wo war dieser Dunhill-Text? Dunhill. Hier. Also wenn wir sagen, einfach mal hier ganz kurz. Das hier kann nur gelb sein und das hier muss einfach rot sein. Dann halt das hier weiter. Dunhill. Pferd. Däne. Tee. Brite. So. Wer sagt denn hier grün? Büro. Also ergibt keinen Sinn. Was ist, wenn man sagt Bier? Rotmanns. Oder? Wo war das mit dem Bier? Ich will doch mit Brot. Ich will doch mit Brot. Der Brite lebt im verdammten Rutenhaus. Gebongt. Der Däne trinkt gern Tee. Dunhill. So. Der Malbrucher hat einen Nachbar, der Wasser trinkt. Das hier könnte Wasser sein, aber ich gucke jetzt mal nach. Däne, Pferd, Tee. Der Marlboro wohnt neben der Person mit der Katze. Das heißt, hier würde man Katze eintragen. Warte mal. Katze. Marlboro Wasser, oder? So, dann hätten wir das hier nämlich schon mal abgehakt und das abgehakt. Dann auch das abgehakt. Der Schwede hätte sich einen Hund, das kann uns jetzt mal scheißegal sein. Ich rauche, das heißt, das hier muss Bier. Und das ist ja dann Wien. Oder der Wienfeldraucher. Wien, wo steht der Scheiß? Der Wien. Wien. Viel. Viel Raucher trinkt gern Bier. So hätten wir den Kram auch schon mal drin. Aber das hier müsste dann deutsch sein, da er Rotmanns heißt. Das hier müsste dann der Schwede mit dem Hund sein. So, das hier müsste dann Paul, bin ich mit, Paul mit dem Vogel sein.
Haben wir den Scheiß gerade ernsthaft gelöst? Warte mal. Den haben wir. Trink gern Bier. Person, die Palme raucht, hat einen Vogel. Hält einen Hund. Fisch. Jetzt. Ich muss eine neue Fensteraufnahme aufmachen. Okay. Milch. Trenner. Norweger. Okay. Blau haben wir auch. Grün-Weiß. Kaffee. Alles haben wir auch drin. Rot-Brite haben wir auch drin in der Haus 3. Dunhill. Gelb. Alter. Okay. Pferd. Wir haben das bis jetzt alles genauso drin. Das Wasser ist hier drin. In der ersten Spalte. Das haben wir auch richtig. Marlboro. Im Haus 2. Ja. Bier und Winfield in Haus 5. Ist korrekt. Däne und Tee in Haus 2. Stimmt. Deutscher Rotmanns in Haus 4. Absolut korrekt. Schwede Hund in Haus 5. Komplett richtig. Paul Moll Vogel in Haus 3. Auch richtig. Katze in Haus 1. Fisch beim Deutschen. Also. Ich muss sagen, wir haben das Einsteinrätsel gelöst. Ich habe das verdammte Einsteinrätsel gelöst, was nur 2% anscheinend machen können. Nun kann man jetzt einmal schön alle Fragen hier ansehen. Und hier die Lösung. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ja, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich entweder ein Rätsel mache oder irgendwas anderes. Bis dann!